Ja, hallo ihr Lieben, mein Name ist Heike Lund, wir sind hier im Papageienpark in Bochum und wir sind im Café und es ist so schön. Endlich ein bisschen wärmer, die Leute sind glücklich hier zu sein. Wir haben heute so liebe, viele liebe Menschen hier. Wir hatten Leute von der Lebenshilfe hier, wir hatten eine Gruppe mit Kindern dabei, die alle schwerst beeinträchtigt waren, körperlich und geistig. Und es macht uns so eine Freude zu sehen, wie diese Kinder dann lachen. Und ich habe hier so einen kleinen Clown, der rennt ja die ganze Zeit mit dem Café rum. Und das ist dieser kleine Clown hier, der jetzt irgendwie nur Blödsinn im Kopf hat und hier schon den dritten oder vierten Ball kaputt gemacht hat. Nein, wir machen ihn nicht kaputt. Komm, wir gehen rein, komm. Und meine Amazonen, ihr habt da vielleicht gesehen, die da oben sitzen, die sind jetzt alle so lieb gestreichelt, haben alle ein Leckerchen bekommen und deswegen sind die Herrschaften schon satt und sitzen da zum Chillen. Thea, bei Thea ist das eher nicht so, Thea chillt nicht, Thea ist nur auf Spaß aus und auf Blödsinn und auf irgendwas kaputt machen, wie ihr hier seht. Dieses Tier ist also wirklich wie so ein kleines Duracell-Häschen. Dadurch, die sind ja sehr schlau, die kommen ja ursprünglich aus Neuseeland, aus dem Hochgebirge sogar. Und es ist super kalt da, aber die haben überhaupt keine Probleme. Die passen sich den Temperaturen und den Jahreszeiten an und sind halt dadurch, dass sie so pfiffig sind, überleben die halt auch in diesen höheren Temperaturenlagen. Sie hat ja hier bei uns ihren Männchen. Aber der ist nicht so lieb wie sie, nicht so zahm und dann will der hier auch nicht ins Café. Und sie läuft mir hinterher, insofern macht sie dann immer 2 Stunden hier Bespaßung für alle. Ich bin dann immer abends und sehe immer aus, als wenn ich eine kleine Katze habe, überall kleine Kratzer. Ne, Madame? Ha? Ist das nicht süß? Tick, 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 tick. Na, na? Naja, also wie ihr seht, ist das eher so ein Kaugummi, man wird sie nicht los. Oder sie kommt immer wieder. Ne? Sie will einfach nur spielen. Und wenn ihr die in ihrer Voliere, die hat ja so eine 30 Quadratmeter Voliere mit ganz viel Spielzeug, wenn ihr die dann seht, wie die da rumtoben, mit ihrem Mann zusammen, es ist unglaublich, es ist so niedlich. Da kommt der nächste an. Das ist unser Florian, das ist eine Doppelgelbkopf-Amazone. Der Vogel ist 7 Jahre alt, das ist einer meiner eigenen Nachzuchten. Und der ist immer so ein ganz klein wenig eifersüchtig. Wenn ich hier mit der Thea spiele, dann kommt er immer sofort angerannt und schaut, ob das alles so okay ist. Dass alles so mit rechten Dingen zugeht, ne? Komm, wir gehen mal weiter, mal schauen, was hier noch so ist. Hm? Meine Maus? Ach so, ja, Thea, willst du mitkommen oder willst du lieber da bleiben? Thea kommt mit. Ach, wir gehen hier einfach mal rein. Kommt mit. Ich habe hier auch eine Gruppe Weißbauchpapageien sitzen. Das sind kleine Rostkappenpapageien. Die kriegen auch immer Leckerchen hier am Tisch. Die machen sich hier wirklich sehr, sehr satt. Die sind eigentlich ganz lieb, ziemlich entspannt. Ich habe hier so eine Gruppe von 5 Tieren, die hier also im Café rumtobt. Und schaut mal da vorne, ist das nicht nett? Das sind unsere Sonnensittiche, wo gerade jemand versucht hat, sie zu füttern. Mit Kolbenhirse. Und die sitzen aber hier und sagen, ich bin schon satt, ich bin müde, keine Lust mehr. Hm? Florian? Wir haben auch jede Menge Nymphensittiche hier, wir haben mittlerweile eine riesengroße Gruppe. Alle diese Tiere sind ja fast alles Abgabetiere. Schaut mal, hier da oben sitzen die ganzen Tiere. Die sitzen hier überall, es sind bestimmt 50 Nymphensittiche hierbei, mit denen wir halt hier kommunizieren. Die Kinder kriegen immer wieder Kolbenhirse und dann füttern die Nymphensittiche. Und ab und zu wird auch ein Kea gefüttert. Keine Scheiße machen. Oder kommt mal mit, ich sehe gerade einen kleinen Grünflügelpapagei. Moment. Florian, komm mal ab. Okay. Komm, wir gehen mal weiter. Guck mal, da ist zum Beispiel ein kleiner Puhura und ein Nymphensittich. Und wenn ihr seht ja, dass der Puhura ein Handicap-Vogel ist, hat also ein bisschen Federprobleme. Der Vogel ist halt gerupft, zu uns zu kommen und ich hoffe, dass er jetzt wieder zuwächst.
Das sind halt alles Abgabetiere. Also wir haben ja auch im Café Handicap-Tiere oder mal einen Vogel, der nur ein Bein hat oder wo der Schmabel deformiert ist. Aber die fühlen sich hier einfach super wohl und wollen mit uns zusammen sein. Mal schauen, schaut mal, ist das nicht niedlich? Da sitzen die beiden jetzt zusammen einträchtig und fressen Kolbenhirse. Ist doch süß, ne? So niedlich. Also wir haben ja das jüngste Kind, was heute hier im Café war, war 5 Tage alt. Und der Älteste, der heute seinen Geburtstag gefeiert, ist 85. Also eine so schöne, friedliche Mischung von so vielen lieben Menschen, die ja einfach nur einträchtig zusammen sind, einfach Spaß haben. Was soll ich dir den mal eben hochgeben? Guck mal her, nee, er will jetzt gerade. Mehr? Nee, die will jetzt lieber spielen. Darf ich den trotzdem auf den Boden lassen? Ja, du kannst dich ja mal hinknien und mal schauen, ob er Kolben hier so frisst. Also er macht wahrscheinlich eher die Kolben. Mach ihn noch mal nass, mal gucken. Sprüh mal an. Mach das mal, mach mal einfach. Mal gucken, ob er das will. Nee. Der geht dann doch lieber die Schuhe nass machen. Ja, die Kinder haben halt Wasser in der Hand, wenn es zu warm wird und dürfen dann die Tiere nass spritzen. Manchmal wird auch ein Mann nass gespritzt, aber es ist hier völlig egal. Es macht mir so eine Freude, hier rumzulaufen. Schaut mal da mit dem Wellensittich. Ist das nicht niedlich? Guckt mal. Ist das nicht nett? Da kommen dann die Kinder, kriegen von uns Kolbenhirse und dann dürfen die halt die Tiere füttern. Und die Kinder lernen auch dadurch, dass sie sich ja langsam bewegen müssen und auch so ein bisschen die Körpersprache der Tiere verstehen müssen. Das wird ja vorher von uns erklärt, wenn die hier ins Café kommen, wie die sich zu verhalten haben. Und sie hören wirklich zu und es funktioniert hervorragend. Also ich bin auch immer stolz auf meine Mitarbeiter, dass sie das so gut erklären und die Kinder dann so toll umsetzen. Du kannst die Tiere nass machen. So, jetzt gucken wir mal noch, wo wir noch mal hingehen. Ich gehe mal mit euch in den Biergarten. Kommt mal mit. Also hier sind wir jetzt im Biergarten und Thea hat gerade versucht, eine Waffe zu klauen. Thea, nein, das ist zu viel. Der Vogel ist weg. Thea, Moment mal eben. Ja, das weiß der Vogel. Immer dahin gehen, wo wir nicht drankommen. Klaue die mal. Ja! Zack! Ich hab sie. Ja, gewonnen. Sag mal, wo hast du denn schon wieder geduscht? Du bist ja ganz nass. Auf sie ist gerade ein Vogel geflogen. Ja, das passiert schon mal. Das ist ein kleiner Lymphensittich. Na Thea, wo gehen wir jetzt hin? Nichts mehr, was man essen kann. Das ist Thea, ne? Das ist die Thea, das ist ein Kea, genau. Ein nasser Keakus. Hm? Ein nasser Keakus? Ja. Meine Maus? Also, wenn ihr zu uns ins Papageiencafé kommen wollt, meldet euch bitte auf der Homepage an. Ihr geht einfach auf papageienpark-bochum, meldet euch links, sind so kleine rote Felder. Eins davon hat eine Tasse. Da draufklicken, der Rest ist selbsterklärend. Und meldet euch bitte online an. Und pimmt euch nicht die Haare, ihr seid danach gepimpt, zieht alte Klamotten an, es ist sowas von egal und habt einfach Spaß. Möglichst kein Schmuck, habt einfach Spaß, wenn ihr kommt, ja? Liebe Grüße, ciao. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch. Wenn ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert bitte den Kanal, ja? Bis bald, eure Heike.